Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier mitten in Zürich, nämlich am Mainliefern bei Heinrich 109. Das ist der Christoph und wir haben das Auto gefüllt. Da ist er. Oh, wie bist du? Ja. Genau. Alles gut, jetzt geht's los. Ja. Abliefern. Jetzt gehen wir mal schauen, ob er hier ist. Oh, ja. Ja, hallo, hi Christoph. Ja, oh, super. Ja. Dort dürfen wir schnell ein bisschen filmen. Können wir schon ein bisschen Werbung machen? Ja, zum Glück bin ich gerade im Quarter. Ja, sehr gut. Okay. Nein, ist nicht alles, nicht alles. Oben. Also einfach, das ist alles doch. Die mit dem S sind alle. Genau, Busmalbeck. So, das ist das Reich von Christoph. Hier bekommt man ganz viele verschiedene, sehr auserlesene Weine. Und wir sind schon ein paar Jahre hier, haben wir unsere Weine im Angebot bei ihm. Und er hat auch immer so ganz leckere Delikatessen, also Käse hat er, Antipasti hat er, Würste und Pasteten. Oh, also wir müssen noch ein bisschen was kaufen. Der zweite. Das ist schönes Fleisch. Das ist auch Kuhmilch, das ist jetzt aus dem Jura. Jawohl. Oder französische Jura. Mhm. Und das ist kein Schimmel, aber Asche. Ist das? Das ist, ja, richtig. Wow. Das ist die Spezialität von dieser Käserei, heißt Vaubier-Käse. Mhm. Und das ist Asche, gibt da einen schönen, weißt du, so ein bisschen würzigen Geschmack. Ja. Aber ist definitiv ein Lebensmittel, wo man dann kochen nimmt, oder so antiseptisch. Ja, okay, perfekt. Okay. Super. Wir sind ja hier im Heinrich 109 in Zürich und das ist Christoph, er ist der Inhaber. Hallo, Christoph Obrecht. Christoph Obrecht, genau. Seit 15 Jahren jetzt der Laden hier an der Heinrichstraße 109, das ist so ein Ladenquartier. Und wie Händler mit Lokalprodukten, Schweizer wie und europäischen wie. Ja, und wir sind schon also ganz viele Jahre schon haben wir, dürfen wir den Wein an Christoph bringen und den er weiter an die Kunden weitergibt. Ja, und schon eine Menge Jahre. Und eben, er hat auch sehr feine Delikatessen. Wir haben jetzt gerade ein paar Sachen gekauft. Und auch wenn ihr in der Nähe wohnt, mal vorbeikommt, besucht Christoph und kauft ein paar Flaschen Wein oder ein paar Delikatessen. Ich interessiere natürlich immer wieder als Winzer, oder? Weihnachten, Weihnachtsgeschäft ist jetzt wieder aktuell, oder? Wie läuft das mit dem Wein zu Weihnachtszeit? Kannst du was sagen? Ja, das läuft definitiv. Wir haben mehrere so Geschenke zu machen, also so Firmengeschenke. Und immer mehr mit richtigen Lokalprodukten, also die schwarzen Produkte, Weine kommen sehr gut an. Weihnacht ist eigentlich bald. Und da, zum Glück gibt es Leute, die sind ein bisschen vorsichtig und kommen jetzt schon und bestellen. Ja, das ist nie verkehrt. Lieber zu früh als zu spät besuchen. Ja. Ja. Genau. Wunderbar. Also, ich habe es gesehen hier, Heinrich 109 im Quartier. Wie ist das Quartier? Das ist Kreis 5, oder? Also, so Industriequartier. Also, mitten in der Stadt. Ich als Landei. Ich bin am Bahnhof AB. Niemand Platz ist in der Nähe. Also, richtig gut erreichbar. Sehr gut. Wunderbar. Also, habt ihr gehört, gesehen, kommt mal vorbei. Ein bisschen probieren und schauen, was hier alles hat. Also, wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Nächste Station und danke vielmals. Ja, danke vielmals auch. Und einen schönen Tag. Alles Gute, vielen Dank. Und gutes Geschäft. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Gute Heine, gutes Geschäft. Danke, merci. Ciao, ciao. Tschüss. Also, wunderbar hat das funktioniert. Tipp. Ach, herrlich. Es ist auch so ein echt cooles Quartier hier natürlich so. Ja, echt. Also es ist ein toller Laden und hat noch so ein gewisser Charme. Ist nicht so modern, hat einfach noch Charme und einfach toll. Ja. So, und jetzt gehen wir weiter. Nächste Station. Hup, hup.
amerikanisches Auto, das hupt immer wieder. Ich weiß nicht wieso. Ah, du bist nach dem Filmen? Ja, natürlich. Ja, unser Pony hat gerufen. Also das Auto. Also, Navigation eingeben. Ja, eingeben. Ja. Hilfe, sorry. Sag mal etwas. Geht es? Tick-tack, tick-tack. Ja. Tick-tack. Wir müssen immer wieder das Mikrofon testen mit diesen lustigen Kopfhörern. Denn wir haben schon so oft gefilmt und plötzlich hat es wieder angefangen zu kosen. Also, gibst du ein? Ja, es geht. In die Tasche. Ah, Mann. Ja, Frauen und ihre Taschen. Ne? Das ist gut. Also, da hast du es wirklich hier drin? Ja, da vorne, ja, da. Da. Ein Siegel mit 1000 Schlösser, so eine Frauenhandtasche, echt. Und ich habe noch wenig drin im Fall. Stimmt. Also. Jawohl. Diese Fragen. Ja, so jetzt. Ah, ein bisschen was geben. Navigiere mich nach Rosenbergstraße 6 in Wädenswil. Wädenswil, yeah. Diese Adresse kann ich leider nicht finden. Ah. Wo soll es hingehen? Wädenswil. Wädenswil. Nein. Also, noch eine Chance. Du sagst, du. Ich. Du. Navigiere mich nach Rosenbergstraße 6 in Wädenswil. Nach Rosenbergstraße 6 navigieren. Jawohl! Ja. Danke, Google, hast du gut gemacht. So, das hat er gar nicht direkt gefunden, Frau Arne. Sehr schön, weiter geht's. Ja? Ich sehe fast nichts. Sehe ich noch weniger. Also, oh, das ist Zürich. Ja, ja. Wahnsinn, also mega schön, aber das ist wie die Sonne. Also, blendet. Es blendet, wie wenn man direkt in die Sonne Der Zürichsee! Unser Haussee natürlich. Das taucht die Fähren. Horgen Meilen, die Autofähre. Hier unten ist Wädenswil. Da bin ich zur Schule gegangen, also die Berufsschule. Da war ich die Blockschule, 3 Jahre lang habe ich Schule hier gehabt. In der Ausbildungszentrum Wädenswil. Das ist hier unten. Und dort ist die Halbinsel auch. Ja, ja. Da kommen noch alte Erinnerungen. Wir haben es gleich geschafft. Das große Runden ist schon mal hier unten. Da sein. Ja. Da. 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 Jetzt muss ich noch einen Parkplatz finden. Ich fahre mal im Kreis. Ja, die haben offen. Wo ist der Parkplatz? Hast du den Parkplatz gesehen? Ich denke hinter dem Haus. Oh, da kann man gar nicht rein. Nein, da musst du. Warte, musst du. Nach vorne. Jetzt rechts. Jetzt rechts, genau. Theoretisch. Theoretisch. Matti ist auch schon da. Und da vorne würde ich sagen. Ja. Da. Oder? Also eine andere Zufahrtsstraße gibt es nicht. Hä? Aha, es hat 2 Pfosten im Dings. Nein, das ist falsch. Also. Das stimmt nicht. Jetzt suchen wir mal einen Parkplatz und dann sehen wir weiter. Ja, ich denke schon. Ne? Hey! Matti!
Freddy, heute ist Priska. Hi. Hoi. Das habe ich ja völlig vergessen, so schön. Ja, sicher. Du, wir sind jetzt zweimal das Rondell gegen Probe fahren. Wir sind jetzt nur noch auf der Suche nach einem Parkplatz. Parkplatz, also einfach anstehen das alte Parkhaus nachher links runter. Dann siehst du ein paar Autos und okay. Dort einfach anstehen. Super, danke dir vielmals. Super. Bis nachher. Ciao. Tschüss, ciao. Ciao. So, also ich glaube, wir werden es schon schaffen. Ja, ich denke hier nach unten. Ja. Ah, alte Berg. So wie ich das verstanden habe, ja. Wir haben es geschafft! Geil! Sehr schön! Ja. Toll! Kann man mal sagen? Hey! Dali! Gucci Vlog? Yeah! Dali Matti, hoi! Du bist auch ein Sportkanzler, hoi! Grüezi! Hoi, so schön! Ich bin vor, bis da. Oh nein, jetzt haben wir durchgehend offen wegen dem Fußball. Wegen dem Fußball. Eben, ja. Du hast noch gesagt, dass ich viel Durchhaltevermögen, sogar am Ende für morgen. Aber heute ist so. Hey, wir gewonnen. Mega schön. Wir haben wie immer gewonnen. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Also, so schön. Soll ich helfen auslösen? Wir sind, ja. Sind 12 Flaschen. Oh Gott, ist das schwer. Ja, wir sind schwer. Ja. So, also. Da ist die Rondellbar. Direkt an einem Rondell ist effektiv so. Der Bus ist auch schon hier. Seht ihr also das Rondell im Hintergrund? Ja, das ist die Rondellbar. Und wir werden jetzt vielleicht noch ein paar kleine Aufnahmen machen. Vielleicht wird mich der Andi auch noch ein bisschen unterstützen. Ich bin da eher ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender, wenn es viele Leute rundherum hat. Aber ich denke, es kommt gut und Andi wird sicher auch noch ein, zwei Aufnahmen machen. Also, man sieht es an, die Kissen sind schwer. Es ist effektiv so, da ist ja der Apfel-Zimt-Likör drin und die Halbliter-Flaschen, 12 Flaschen sind einfach wirklich mega schwer. Also, jetzt gehen wir mal rein. Ja. Sehr gemütlich, cool. Also es lädt richtig ein, um hier zu verweilen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ja, ich bin auch für ein Apero. Apero passt für mich immer. Das muss sein. Tschüss, ciao! So, oh, das wird da dir umgeschlagen. Test da aufnehmen. Ja. Aufnahme. Jawohl. Jawohl. Das war die Rondellbar. Genau. Eine sehr schöne Bar, viel Platz und schön dekoriert. Schöne Weihnachtsdekoration, das liebe ich sowieso. Ach. Ja. Mir hat auch gesagt, er liebt es auch extrem. Weihnachtszeit und ja. Der Apfel-Zimt-Likör, das ist einfach so die Weihnachtsstimmung, die wiederkommt. Das ist wirklich so. Das ist so. Es ist jetzt Ende November und es geht wieder los. Schon Ende November, ja. Ja, essen, trinken, genießen. Schöne Zeit genießen. Ja. Das ist doch das, was wir wollen. Eben auch bei uns, eben, es fängt wieder an, also schon seit zwei, drei Wochen eben. Die Vorweihnachtszeit, alle brauchen noch Wein und da noch und dort Geschenke und überhaupt. Und ja, das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte, dass die Leute einfach am Schluss an Weihnachten genießen können. Genau, so. Also, wir gehen jetzt auch nach Hause, wir essen noch was und dann sagen wir danke vielmals fürs Zuschauen. Macht es gut und vielen Dank. Tschüss!